Welche Frage hat die Deutschen bewegt? 34 Jahre lang, einmal pro Monat. Die Frage, die so viele bewegte, war: Was bin ich? Gestellt von Robert Lemke, eine Fernsehsendung von 1955 bis 1989. Da musste das Team dreimal einen Beruf erraten und einmal einen Menschen erraten, also eher die Frage beantworten: Wer bin ich? Und nun meine Frage an dich. Was ist das Gemeinsame der folgenden Aussagen? Ich bin der Staat. Das sagte Louis XIV am 13. April 1655. Er war König von Frankreich. Ich bin Jupiter. Das sagte Emmanuel Macron am 7. Mai 2017, als er Präsident von Frankreich wurde. Ich bin ein Berliner. Das sagte John F. Kennedy am 26. Juni 1963, er war Präsident der USA. Ich bin bisexuell. Das sagte Elton John am 7.10.1976, ein bekannter britischer Musiker. Ich bin Stellvertreter des Bundeskanzlers, sagte Robert Habeck am 8. Dezember 2021, deutscher Politiker. Ich bin Bundeskanzler, Olaf Scholz, ebenfalls am 8.12.2021, deutscher Politiker. Ich bin Liebhaber guter Weine, sagte Dom Pérignon, circa im Jahre 1668. Er war ein französischer Mönch. Was haben die Aussagen gemeinsam? Hier habe ich sie alle nochmal zusammengestellt. Was ist das Gemeinsame an denen? Nun, sie fangen alle mit "Ich bin" an. Stimmt. Alles Aussagen von Männern. Stimmt. Aber das Wichtigste, sie weisen alle weg vom Ich, obwohl sie doch mit "Ich bin" beginnen. Sie reden über Vorlieben, über Berufe und über Status. Ich könnte noch anders finden, worüber auch unter "Ich bin" geredet wird. Die Themen heute: das Ego, das Ich und das Selbst bei Rudolf Steiner und in der Wissenschaft. Das Ich in der Erklärung Rudolf Steiners. Und dann die Frage: Gibt es ein höheres Ich und ein niederes Ich und ein wahres Ich? Beginnen wir mit dem Ich in der Erklärung Rudolf Steiners. Auf den ersten Blick ist es ganz einfach. Hier haben wir den Menschen, und von dem sagte schon der berühmte Pestalozzi, Schweizer Pädagoge, vor vielen hundert Jahren: Ja, der Mensch besteht aus Kopf, Herz und Hand. Den Kopf brauchen wir zum Denken, das Herz zum Fühlen und die Hand natürlich zum Handeln. Das kommt uns bekannt vor. Besteht nicht der Mensch aus Körper, Seele und Geist? Und erklärt das nicht Rudolf Steiner folgendermaßen? Er differenziert den Körper in physischer Leib und in Lebensleib. Die Seele nennt er Astralleib und den Geist Ich. Also ganz klar, das Ich ist der Kopf. Und damit denken wir. Leider führt diese Schlussfolgerung in die Irre. Und das werden wir im Folgenden erklären. Wir müssen dazu die Sache erheblich genauer anschauen. Hier haben wir also wieder Körper, Seele und Geist. Und in der Erklärung Rudolf Steiners besteht der Körper aus dem physischen Leib, dem Lebensleib, dem Empfindungsleib. Die Seele aus Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewusstseinsseele. Und der Geist schließlich aus Geist selbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Das hier sind die äußeren Hüllen. Und das hier sind die inneren Hüllen. Und dazwischen, da wohnt das Ich. Jetzt ist eines interessant. Das hier, das ist heute schon vorhanden. Und das hier, das ist heute noch nicht vorhanden. Oder höchstens keimhaft vorhanden. Also da ist nicht viel Hülle, die einen einhüllen kann. Wir haben also hier die verschiedenen Wesensglieder, die Hüllen, und dann haben wir das Ich. Und das Ich, das lebt in diesen Hüllen. Und was wissen wir über dieses Ich? Auch da gehen wir weit, weit zurück und schauen den Menschen an. Der besteht, wie gesagt, aus physischem Leib, Lebensleib, Astralleib und Ich, solange er lebt. Und dann stirbt der Mensch. Und der physische Leib, der löst sich auf in der physischen Welt. Das berühmte Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und nun
ist der Mensch nicht mehr in der physischen Welt, aber es besteht noch aus Ich, Astralleib und Lebensleib. Und jetzt bleibt das so 3 Tage erhalten und dann löst der Lebensleib sich auf, und zwar in der ätherischen Welt. Es bleiben übrig Ich und Astralleib. Nun geht es eine lange Zeit, fast 3 Jahrzehnte, und dann löst sich in dieser Zeit, während dieser Zeit, löst sich der Astralleib auf, und zwar in der astralischen Welt. Zurück bleibt das Ich. Und dieses Ich geht ein in die geistige Welt, ins, Steiner nennt es häufig, Devachan. Und was wissen wir jetzt sicher aufgrund dieser Darstellung Rudolf Steiners? Wir wissen, das Ich ist rein geistiger Natur, haben wir gerade gesehen. Das ist das Ich, das Letzte, was übrig bleibt, wenn der Mensch in die rein geistige Welt eingeht. Das ist rein geistige Natur, alles andere hat sich aufgelöst. In der physischen Welt, in der ätherischen Welt, in der astralischen Welt. Und nun kommt das Wichtige, es gibt nur ein Ich. Da sind nicht 2 Iche, die irgendwie noch weitergehen. Es gibt nur ein Ich. Das heißt, ein niederes Ich, ein höheres Ich, das kann man so nicht sagen. Es gibt nur eins, wie wir gerade gesehen haben. Und das Ich hat auch kein Geschlecht, also weder Mann noch Frau noch divers, auch nicht. Das Ich hat keinen Status, also ist weder Berliner noch Staat noch Jupiter. Das Ich hat keinen Beruf, es ist nicht Bundeskanzler, nicht Stellvertreter des Bundeskanzlers, nicht Buchhalter und auch nicht Plattenleger. Und das Ich hat keine Begierden. Das haben wir gerade gesehen, die verliert es ja in der astralischen Welt. Es ist kein Liebhaber guter Weine und es ist auch nicht bisexuell oder hat sonst irgendwelche Begierden oder Vorlieben. Nun ist das so, als theoretische Erkenntnis hilft das nicht sehr viel, wie das folgende Bild zeigt. Da kann man lange denken, ich bin ein Geistwesen und als solches unverwundbar. Ja schon, aber du wirst bald deinen physischen Leib verlieren. Was hilft uns weiter? Man muss sich als wahres Geistwesen erleben und das in seine Persönlichkeit integrieren. Das hilft weiter. Und sich selbst als Geistwesen erleben, dazu veranstalte ich ein Präsenzseminar. Das geht 1,5 Tage, Link unter dem Video. Das Ich ist also der geistige Wesenskern des Menschen. Und jetzt sagt jemand, ja, aber es gibt doch verschiedene Ich. Hat nicht Steiner selber gesprochen vom gewöhnlichen Ich, vom höheren Ich, vom wahren Ich, vom luziferischen Ich, vom übersinnlichen Ich und vom wirklichen Ich? Das können wir erklären mit dem Hinweis auf ein gutes Steak. Ein gutes Steak, das kann mager sein. Es kann aber auch einen Fettrand haben. Es kann marmoriert sein, es kann einen Knochen haben zusätzlich und außerdem kennen wir das T-Bone Steak mit Fettrand, marmoriert und Knochen. Und man sagt immer Steak dazu. Ich esse ein Steak, kann man zu jedem einzelnen von diesen Dingern sagen. Jetzt vergleichen wir das Steak mit dem Ich. Also das Ich, haben wir gesagt, das ist der geistige Wesenskern. Jetzt hätte ich an dieser Stelle gern ein Steak gezeigt ohne Fett. Aber ein Steak ohne Fett, das geht nicht, das gibt's nicht, das kann man so nicht zeigen. Aber hätten wir eins, hätte ich das dahin gemalt. Und dann haben wir das Ich mit seelischen Anteilen. Das ist das Steak mit Fett dazwischen. Genauso wie das Ich mit zusätzlich seelischen Anteilen. Und schließlich haben wir das Ich mit seelischen Anteil und Körper. Das ist hier. Knochen, Fett und das eigentliche Muskelfleisch des Steaks. Und so wie man zu den dreien jeweils sagt, das ist ein Steak, so sagt man zu diesen dreien hier jeweils, das ist das Ich. Und hier habe ich Zitate von Rudolf Steiner zum Ich mit Seele und Körper. Im Ich fasst der Mensch alles zusammen, was er als leibliche und seelische Wesenheit erlebt. Dann haben wir das Ich mit seelischem Anteil, Steiner Original, man kann die Verstandesseele als Ich schlechtweg bezeichnen. Und schließlich den geistigen Wesenskern, das Ich empfängt aus dem Geist den Einschlag. Das heißt, das Ich kommt aus dem Geist. 3 Aussagen Steiners, die wir jetzt gut anhand des Steak-Beispiels verstehen können. Das Ich, das Ego und das Selbst.
Bei Steiner ist das Ich alle drei. Bei Steiner ist das Ego alle drei. Bei Steiner ist das Selbst alle drei. Da macht er keine Unterschiede. Es wird synonym verwendet. Und was sagt jetzt die aktuelle Wissenschaft zu Ich, Selbst und Ego? Das Ich in der Philosophie, das geht von: Es bringt das Sein im Ganzen unter seine Identität bis zu: Es ist ein indexikalischer Ausdruck, der jeweils die Person bezeichnet, die diesen Ausdruck äußert. Auf Deutsch philosophisch hochgestochen gesagt, das Ich ist das, was jemand mit Ich bezeichnet. Das kann nur er selber sein. In der Psychologie reicht es von: Das Ich ist gar kein Thema. In der Psychologie ist in der Tat das Ich kein Thema. Bis hin zu: Das ist die Instanz, die unangenehme Gefühle abwehrt, sodass sie dem Bewusstsein nicht mehr direkt zugänglich sind. Hurra! Und das Ego? Das wird in der Wissenschaft synonym mit Ich verwendet. Das sagt schon der Duden. Ego ist Latein für Deutsch Ich. Da wird in der Wissenschaft überhaupt gar kein Unterschied gemacht. Und das Selbst? In der Philosophie, da sagt zum Beispiel Sören Kierkegaard, das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder ist das am Verhältnis, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Okay, und Karl Jaspers, das Selbst ist die je eigene Möglichkeit des Sein-Könnens, über die sich der Einzelne in einem dauernden kommunikativen Bewusstseinsprozess und im Durchleben von Grenzsituationen Klarheit verschaffen muss. Wie wahr? Und in der Psychologie geht es von: Das Selbst ist das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit bis zu: Das Selbst ist die dem Ich übergeordnete Ganzheit. Das Ich ist demnach der bewusste Teil des Selbst und als Teil des größeren Ganzen kann dieses, jenes nie begreifen. Okay, da sagt die Psychologie, das Selbst ist ein Teil bewusst, den nennt man Ich, und ein Teil unbewusst, der ist dem übergeordnet und das kann man nicht begreifen. Hurra! Das Ich ist also der geistige Wesenskern des Menschen. Das haben wir gesehen, das Ich empfängt aus dem Geist den Einschlag, so sagt Rudolf Steiner. Und zudem passen jetzt die Worte, die er dazu auch braucht. Das nennt er auch das wahre Ich, das höhere Ich und das übersinnliche Ich. Und dann haben wir das Ich mit seelischen Anteilen. Wie er gesagt, wo er gesagt hat, man kann die Verstandesseele als Ich schlichtweg bezeichnen. Und schließlich mit Seele und Körper. Im Ich fasst der Mensch alles zusammen, was er als leibliche und seelische Wesenheit erlebt. Und die beiden hier, die nennt er auch das niedere Ich. Es ist immer noch Ich, wie das Steak Steak ist, ob marmoriert oder mager. Und jetzt gibt es noch andere Menschen außer Rudolf Steiner und die sprechen auch vom großen Ich zum Beispiel und vom kleinen Ich. Und da sehen wir, wie der Zusammenhang ist. Das große Ich, das ist der geistige Wesenskern. Und das kleine Ich, das ist der geistige Wesenskern mit seelischen oder auch seelischen und körperlichen Anhängseln. Und dieses kleine Ich, sagen die, das ist eine Illusion. Sozusagen, ja, wenn man nur den Knochen sieht und nur das Fett sieht und die Muskelfleisch nicht sieht, ja, dann ist das eine Illusion, weil das, was das Ich ausmacht, dann nicht zu sehen ist. Und nun beschreibt Steiner die Entwicklung des Menschen. Und zwar sagt er, zwischen der Geburt und 7 Jahre, da entwickelt sich eigentlich der physische Leib, also bis zum Zahnwechsel. Von 7 bis 14 Jahre entwickelt sich der Lebensleib, den nennt er auch Ätherleib. Von 14 bis 21 Jahre entwickelt sich der Empfindungsleib, den nennt er auch Astralleib. Das habe ich in anderen Videos genau erklärt, dass auch der Astralleib verschieden verwendet wird. Für entweder nur Empfindungsleib oder Empfindungsleib und Empfindungsseele zusammen oder manchmal auch als Synonym für die Seele. Schließlich von 21 bis 28 Jahre, da entwickelt sich die Empfindungsseele und von 28 bis 35 Jahre die Verstandesseele, die nennt Steiner auch die Gemütsseele. Danach entwickelt sich dann die Bewusstseinsseele. Und das Ich in der regulären Entwicklung, das zieht dann in den Organismus ein, wenn der dazu vorbereitet ist. Das heißt, wenn die Gemütsseele, die Verstandesseele sich gebildet hat. Und nun ist das Ich manchmal auch so weit, dass es schon sozusagen einzieht in den Menschen
zu dem frühen Zeitpunkt, wo er gerade ich sagen kann. Und das sind Steine, das ist eine unregelmäßige Entwicklung. Und dieses Ich, das nennt er auch das luziferische Ich. Und natürlich ist das, was damit Ich bezeichnet wird, das geht am Anfang, ist es eigentlich ein Nachsprechen und dann bezieht sich das eigentlich nur auf den Körper dessen, der das sagt. Steiner sagt, in einigen tausend Jahren werden alle Menschen diese zwei verschiedenen Ich in sich spüren, das Christus-Ich und das luziferische Ich. Nun haben die Menschen ungeahnte Fähigkeiten, ihr Ich mit etwas anderem zu verwechseln. Und viele Redner und Schreiber nennen das wohl das Ego. Und dazu bringe ich jetzt einige Beispiele. Also, die sagen dann, ich existiere nur dann wirklich, wenn ich immer alle Regeln befolge. Oder wenn ich reich bin. Oder wenn ich wahrgenommen werde. Oder wenn ich logisch und rational handle. Oder wenn ich einfühlsam und empathisch handle. Oder wenn ich wahrhaft altruistisch bin. Also altruistisch heißt selbstlos. Oder wenn ich frei von Hass bin. Oder wenn ich kraftvoll bin. Und. Und von diesen Irrtümern kann man sich befreien, wenn man sich als Geistwesen erlebt. Das sind alles wie Schalen, so wie beim Steak, Knochen und Fett, um das Ich, um das wahre Geistwesen herum. Und zwar Schalen, die einen im schlimmsten Fall in Zwänge und im allerschlimmsten Fall ins Unglück führen. Und wie kann man nun sein Ich erleben, dieses Geistwesen erleben und im Erleben sich davon befreien? Nun, auf dem Schulungsweg, den Steiner ja im Detail beschrieben hat, durch Meditation, zum Beispiel durch die Rosenkreuz-Meditation und schließlich auf meinem Seminar, sich selbst als Geistwesen erleben. Das ist ein Präsenzseminar, 1,5 Tage, Link unter dem Video. Worum es im Seminar geht, also außer dass man sich als Geistwesen erlebt, also mehr im Detail, das erfährt man aus den Rückmeldungen zum letzten Seminar. Die zeigen ziemlich genau, was wir dafür Themen behandelt haben. Da habe ich gefragt, was wird dein Leben über den Seminartag hinaus bereichern? Und dann kam als Antwort, ich vermute alles. Hat mich natürlich gefreut. Ich habe mehr Ich-Präsenz. Meine Aufmerksamkeit mir und anderen gegenüber. Frieden und Gewissheit, dass alles gut ist. Den Punkt festhalten. Die Innenschau. Die Gewissheit, dass ich meine Seele spüren kann. Die wunderbaren netten Menschen. Da kann ich nicht garantieren, aber bisher waren sie das immer. Die Gewissheit, dass mein Ich nicht von der Außenwelt zerstört werden kann. Und ich habe mehr Ich-Präsenz. Weiter. Ich bin ein Geistwesen. Die Gewissheit, dass ich unabhängig vom Körper existiere. Die Gewissheit des Ich. Die Erfahrung des Ich. Mehr Sicherheit in schwierigem Gelände. Ich kann die Übung daheim wiederholen. Also ist pragmatisch. Mein Ich füllt den Körper vollständig aus. Und dann habe ich gefragt, was war der schönste Moment des Seminars? Und da kam Pierres Begeisterung für das Thema, die Übungen generell, Heiterkeit, Humor, Lachen. Kein Moment, sondern die entstandene gemeinsame intensive Atmosphäre des inneren Wachstums. Sich selbst erkennen in der Wahrnehmung des anderen. In der letzten Meditation hatte mein Ich auf einmal mehr Platz. Der Schlussakt mit der Wahrnehmung des Ich. Meine Gewissheiten zu erfahren. Der Moment, als sich meine Gewissheiten zeigten. Die Hilfe der anderen. Und weiter die Wahrnehmung des anderen. Die zweite Übung, die hieß meine Taten. Die dritte Übung, die hieß meine Gewissheiten. Die letzte Übung, das war der Kontakt zum Ich, die vielen guten Begegnungen, die Klangmeditation, das Wahrnehmen meiner selbst, die Erfahrung, dass meine Gewissheiten andere sind, als ich gedacht hatte, die Leichtigkeit im ganzen Seminar, die Gespräche, die Klangmeditation, die Erfahrungen in den Kleingruppen, die Schlussmeditation, das Verbundensein mit anderen und dem Ich, das Lachen,
die Klangschalen, das Begrüßungsritual, die Begrüßungsübung und schließlich natürlich die Meditationen. Sich selbst als Geistwesen erleben, ein Präsenzseminar, 1,5 Tage, Link unter dem Video.